Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video erkläre ich euch die Entkalkung der Breville Espresso Maschine Prima Latte. Für die Entkalkung benötigen wir zum einen Entkalkungstabletten, zum Beispiel von der Marke Pibert in einem 30er Sparpack. Für eine Entkalkungsanwendung brauchen wir zwei von diesen Tabletten. Dieses Produkt findet ihr unter dem Video im Link. Ja, des Weiteren benötigen wir eine Auffangschale, wo wir die Entkalkungslösung reinlaufen lassen können. Den Siebträger, und zwar leer. Und diesen leeren Siebträgergriff setze ich schon mal in das Gerät ein. Und was wir auch benötigen, ist einen gefüllten Wassertank. Ich öffne jetzt den Deckel des Wassertanks und gebe zwei von diesen Tabletten in den Wassertank. Die Tabletten lösen sich jetzt auf. Das dauert ungefähr 4 Minuten. Ein Tipp, um den Wassertank ebenfalls zu entkalken, würde ich die aufgelösten Tabletten ungefähr eine Stunde in dem Wassertank liegen lassen. So können sich dann die Kalkreste auch aus dem Wassertank lösen und das entkalkt dann dementsprechend auch den Tank. Okay, die Entkalkungstabletten haben sich jetzt aufgelöst, wie man hier sehen kann. Wir starten jetzt also den Entkalkungsvorgang. Dazu stelle ich einen geeigneten Behälter. Man kann auch eine Tasse nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Behälter, damit man es sieht. Der ist transparent. Das Gerät habe ich soweit eingeschaltet. Das könnt ihr hier mit diesem Schalter tun. Wenn die LEDs durchgehend leuchten, ich drücke dann hier rauf, bis ich diese große Tasse als Symbol habe und lasse das Wasser dann einfach auslaufen. Und diesen Vorgang wiederhole ich so häufig, bis der Wassertank komplett leer ist. Und ein drittes Mal. Und das wiederhole ich so oft, bis der Wassertank komplett leer ist. Zwischendurch leere ich diesen Behälter aus, stelle den Behälter wieder runter und drücke wieder die Espresso-Taste, und zwar die große. Okay, und irgendwann habt ihr so häufig diese Taste gedrückt, bis der Wassertank komplett leer ist und die Entkalkungslösung durch das Gerät durchgelaufen ist, und somit löst sich dann der komplette Kalk. Man kann diesen Vorgang je nach Verkalkungsgrad natürlich nochmal wiederholen. Das heißt, ich fülle den Wassertank neu auf, gebe zwei Entkalkungstabletten rein und lasse das dann über den Espresso-Knopf mit der Zweifachtasse durchlaufen. Wenn ihr das soweit abgeschlossen habt, dann macht ihr das Ganze nochmal mit frischem Wasser. Ich fülle diesen Wassertank also auf, und zwar mit frischem Wasser. Spüle ihn natürlich vorher einmal komplett aus. Okay, ich habe den Wassertank jetzt ausgespült und neu gefüllt. Setze ihn wieder in den Siebträger ein. Auch jetzt wähle ich wieder die Espresso-Taste, um die Entkalkungslösung aus dem Gerät rauszuspülen. Die Entkalkung sollte übrigens alle paar Monate mindestens einmal durchgeführt werden. Optimal ist natürlich alle 2 Monate das Gerät entkalken. Hängt natürlich von der Wasserhärte ab, sowie auch von der Intensität der Benutzung. Und noch ein Spülvorgang. Auch hier wieder so lange, bis der Wassertank komplett leer ist. Gut, der Spülvorgang ist soweit abgeschlossen. Der Wassertank ist auch komplett leer. Ich kann jetzt das Gerät wieder ganz normal verwenden. Die Entkalkung ist somit abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Und zwar hier unten rechts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.